Freunde der Maske, willkommen zurück hier aus dem Pikhibernia-Tempel, wo schon ein ganz bisschen mit angefangen sind, aber naja, nicht wirklich so, dass man sagen könnte, ne, das hatte ja irgendwelche Relevanz oder so. Nee, an der Stelle sind wir noch nicht. Wir sind noch komplett in der Erkundung. Fragen uns vor allen Dingen, was ist was und wie und wo überhaupt und... Was suche ich? Was macht Sinn? Das macht hoffentlich sehr viel Sinn. Ja, das ist eine Fee. Gute Sache, gute Sache. Ja, entspannt euch. Das ist mir relativ egal. Hier soll es aber auch noch mehr geben. Vielleicht auch in einem der Gegner. Das ist halt immer das Nervigste, ne? Oh, 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 warte. Das nehmen wir aber auch mit. Macht mir, das macht schon Sinn. So, kann ich hier noch irgendwo was erspähen? Aber okay, das zählt wahrscheinlich, weil das hier alles der riesen motherfucking Raum ist. Dass es deswegen gut sein kann, dass hier noch eine Fee ist. Ansonsten, pff, ja, behalten wir uns das mal im Auge. Was ist das für nichts? Quatsch, hier ist noch eine Tür. Wollte schon sagen. Das kann ja wohl nicht. Kann ja auch nicht sein. Oh Leute, ich habe heute so wenig Durchblick, ne? Gerade in diesem Tempel, das ist der Wahnsinn. Ich frage mich irgendwie... Kennt ihr das? Man sich einfach nur fragt... Kennt ihr nicht, ne? Glaube, das ist für irgendwann später. Behaupte ich jetzt einfach mal. Das ist scheinbar an dieser Stelle noch nicht super relevant. Lass mal wieder hochgehen... Denn das war ja nicht die einzige Möglichkeit, wo wir lang konnten. Gibt nur andere Optionen. Entsprechend würde ich die doch echt mal gerne in Anspruch nehmen. Also hauptsächlich diese hier. Nicht nur diese hier. Mal guck mal. Das ist doch nett. So, hier mal ein bisschen Ausstattung, ne, in Sachen Karte und dies und das. Karte, sehr stark, sehr stark. Ist das wirklich so stark, Wollo? Ja, ja, klar. Auf jeden Fall Schlechteres. Okay, ich weiß gar nicht. Okay. Jeder halt so kaputt, ne? Ist das hier so, dass man mit einem Goron-Stampfer irgendwie was... Nee. Dann kann es aber sein, dass ich mich recht entsinne und... Hör mal auf. Ich meine, auch das Ding haben wir ja nicht komplett umsonst bekommen, ne? Das hat ja einen Grund. Nee, hier braucht man auch erst das Dungeon-Item. Halt an jeder Stelle, wo ich hinkomme, brauche ich das Dungeon-Item. Wo gab's das schon? Habe ich das verpasst? Aber ich kann doch nicht so schnell das Dungeon-Item verpasst haben. Ah ja, klar, ich habe ja den Schlüssel jetzt. Moment. Wo war denn... Ah, Schlüsseltür am Anfang. Komplett am Anfang. Ja, mach's dir mal ruhig leichter. Muss sich mit denen ja nicht unbedingt auseinandersetzen. Kannst du mir auch ganz leicht machen, ne? Einfach kurz runterfallen und hier einfach rüberlaufen. Ja, machen wir doch das. Ja, ich kann das auch, klar. Kein Problem. Wir brauchen keine anderen Zelda-Let's Player mehr. Zeit der anderen Zelda-Let's Player ist vorbei. Sie ist abgelaufen. Denn ich bin jetzt da. So. Da brauchen wir auch Dungeon-Item, Dungeon-Item, Dungeon-Item. Da sehe ich aber endlich die Stelle, die ich meinte. Ich hatte das nämlich auch so in Erinnerung. Ne? Du kannst irgendwo was aufsprengen. Wusste ich doch. Geile Kompass.
Zack, easy. Hoffe ich gerade wieder zurück, ja, ne? Klar. Orientierung, ne? Gleich. Orientierung wie so ein. Keine Ahnung, was hat denn eine richtig schlechte Orientierung? Izarro aus One Piece! Ja. Ja. Okay, meinetwegen. Meinetwegen wie Zorro aus One Piece. Warum nicht? Nehmen wir mal so hin, ne? Okay, da können wir gleich dann wieder hoch. Ja, wie gesagt, sobald wir das Dungeon-Item haben, mega scheiß Item eigentlich. Richtig langweiliges Dungeon-Item. Mal ehrlich sein darf. Schön, dass sie mir da einfach... Ha, guck mal. Das war irgendwie klar. War jetzt eigentlich mehr so aus einem... Aus einer Rettung heraus wollte ich das machen, aber... An der Stelle natürlich... Stark gegamed. Zeigt aber auch wieder, dass wir eventuell ein bisschen öfter das Auge der Wahrheit nutzen sollten. Nicht zu sehr gegen Verschließen. Bin halt gerne ein Verschließer. Ah, geh mal erstmal hier hin. Das sieht mir auch zu verdächtig aus. Okay, die Wand ist nicht so fake, wie sie aussieht. Weiterer kleiner Schlüssel hilft uns. Ja, hilft uns. Diese Sprünge, sie sind so cool mit dem kleinen Link. Ich wünschte, in Ocarina of Time wären die auch so. Sieht halt so stark aus. Aber warte mal. Ne, er leuchtet hier nicht mehr. Okay. Ich wollte gerade sagen, weil, also eigentlich kann ich in dem Raum ja sonst auch nichts mehr machen. Das muss ja. Das muss dann ja funktionieren. Okay, ich sehe hier nichts. Aber ich denke mal, wir müssen erstmal die Gegner da loswerden. Die werden sonst stören. Tut mir leid. Tut's dir gar nicht. Nee, tut's mir auch nicht. So. So, das ist nämlich auf Zeit. Entsprechend willst du hier die Geschwindigkeit des jungen Mannes haben. Oder ist es hier auf Zeit? Dann eben so. Was? Alter, die Nacht ist bald rum. Ah! Jetzt ist ja schon wieder... Hä? Ich werde das Gefühl nicht los. Dass ich hier was falsch mache. Habt ihr auch das Gefühl? Ganz gewaltig sogar. Was genau möchten die da gerade von mir? Ich komme da ja eigentlich nicht anders... Muss ich den hier runterdrücken? Ja, ne? Ich glaube fast ja, wenn ich den jetzt... Nee, das ist Crap. Ah, nee. Oder doch? Hat... Warte.
Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich habe es. So, ich hau den hier um. Ja, dann kommt der hoch. Und daraus komme ich dann darüber. Nimmst den hier um. Mach ganz schnell ihn hier. Kletter da hoch. Jump rüber. Und geh durch die Tür. Und dann bin ich ein glücklicher Mann. Offenkundig. Und stell fest, dass es da dann trotzdem nicht weitergeht. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist eventuell jetzt scheiße gelaufen. Aber ich denke, die geben uns einen zweiten Versuch. Das sieht zumindest, ja, das sieht gut aus. Stark. Und dann werde ich da wahrscheinlich auch das Item bekommen. Das würde das jede Menge Sinn ergeben. Was auch immer du da tust. Mach weiter. Okay, wir könnten auch noch darüber, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir erstmal hier rein sollen. Ja, das sieht mir auch sehr. Boah, wartet. Jetzt ist guter Rat teuer. Was am meisten? Ne. Ist das ein Muss? Nee. Er verkackt, ne? Das ist doch nicht dein Ernst. Muss ich das machen? Ich weiß den Weg gar nicht mehr. Alter, ich weiß den Weg schon gar nicht mehr. Der muss ja an den Arsch der Welt. Jetzt wieder dafür. Das ist ja über... Nee, das... Das kann nicht richtig sein. Das mache ich doch bestimmt nur... Ja gut, ich muss da eh. Es erscheint mir halt ein bisschen heftig, der Rückweg. Vielleicht vertue ich mich auch, weil das Rätsel ja jetzt schon gelöst ist und so weiter. Und es ist gar nicht so wild. Aber irgendwie... Ja gut, okay. Dadurch, dass die Sachen eigentlich gelöst sind, ja. Das geht schon. Geht schon recht fix. Mal abgesehen hiervon, ne? Da muss ich ja wieder das volle Ding durchziehen. Aber auf der anderen Seite, wenn man weiß, wie es geht, ist es ja auch eigentlich okay. Die mal geöffnet? Vermutlich. Jetzt stelle ich fest, dass ich die Gegner nicht besiegt habe. Das war vielleicht ein Fehler. Okay, sie kriegen mich so schnell nicht. Fein gehabt. Okay, Stunde der Wahrheit. Ich wieder runterfalle, dann... Oh nein, nein, Mann, das gibt es doch nicht. Kann nicht euer Scheiß ernst sein. Oh Gott. Okay, Leute, reiß dich zusammen, Wollo. Reiß dich zusammen. Ja, schwierig. Schwierig. Bei solchen Geschichten fällt es mir dann immer ein bisschen schwer, ruhig zu bleiben. Denn die Wut kocht hoch, ne? Ist halt die Wut darüber, dass man dumm ist, zum einen. Über einen selber, also wenn ich das alleine spielen würde, würde es mich auch wütend machen, aber nicht so krass wütend wie jetzt. So, wenn ich weiß, da gucken noch Leute zu, die sind auch von der Situation genervt, dann ist es halt noch 10-mal schlimmer. Oh.
Und dann ist wahrscheinlich auch noch die Tatsache, dass ich auch irgendwas falsch mache. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man so hart für einen Minifehler bestraft wird. Geht ja auch alles von meiner Zeit ab. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich es im nächsten Versuch schaffe. Ist ja auch noch so das Ding, ne? Das ist jetzt überhaupt nicht sicher. Kein Millimeter. Das hier jedes Mal wieder machen zu müssen, ist auch ein bisschen merkwürdig. Weniger beschweren, mehr gamen! Okay. Versuche ich. Die Geschwindigkeit habe ich heraus. Das ist ja alles nicht das Problem. Ach, endlich wieder der nächste Versuch. Juhu! Diesmal halte ich auch an. Letztes Mal dachte ich mir, ah komm ey, jetzt einfach dann nach rechts ziehen, passt schon. So eine Schnapsidee komme ich heute nicht. So. Ah. Nein, 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 hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf! Hör auf! Junge! Hör auf! Verdammt. Das könnte ich mir noch nicht antun. Das ist Hakel. Oh, guck mal da. Mal mal was tun. Kann ich von hier aus jetzt nicht sehen. Schade. Aber ich könnte mir halt gut vorstellen, dass da eine Fee ist. So, jetzt. Oder und jetzt. Anhalten auf A. Danke. Auf! Wofür ist das? Wofür zum Fick ist das? Wo führt das hin? Sieht schon relevant aus, ne? Aber das ist doch mit dem Schiebepad gar nicht möglich. Das ist doch zum Scheitern verurteilt. Kann ich mich doch noch so gerade ausrichten? Oh mein Gott. Sag mal. Wollt ihr mich eigentlich... Also... Du wirst hier nach Strich und Faden. Du wirst gefickt. Es ist einfach so. Leute, die ficken mich. Auf ekeligste Art und Weise werde ich hier rangenommen. Was soll das? Ey, wenn das am Ende... Das ist relevant. Das ist relevant. Ich komme gar nicht erst auf die Idee, dass es nicht relevant ist. Es ist relevant. Und du musst es jetzt auch schaffen. Solange wie es dauert, dauert es jetzt halt. Das ist ein Let's Play wie früher. Solange wie es dauert, dauert es. Ich mache mir aber auch Sorgen um meine Zeit. Verstehst du das? Die generelle Zeit. Hm. Ja. Oh. Dafür werde ich wahrscheinlich niemals mehr vergessen, wie dieses Rätsel hier geht. Nie im Leben. Ist ja immer das Positive. Ja, ganz klar, ganz klar, ganz klar. Mein Hunger aus dem letzten Part, der ist übrigens nicht gestillt. Und jetzt kommt nur noch Wut dazu. Nimmt man durch Wut wohl mehr Kalorien? Erhöht sich der Kalorienverbrauch wohl bei Wut? Bestimmt. Wenn ich hier ganz gechillt sitze, brauche ich niemals so viel Kalorien, wie wenn ich hier ausraste. Vor Wut. Deswegen, ja, ist alles gut. Freue ich mich drüber. So. Kleine Spirenzchen. A drücken, stoppen. Oh, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Ruhig gegenknallen, ja. Fertig. Okay. Versuch Nummer 17. Gefühlt.
Es ist allein schon die Ausrichtung, ne? Die Ausrichtung ist schon zu schwierig. Das Schiebepad ist dafür einfach nicht gedacht, sowas hier zu machen. Junge, ich wäre eskaliert. Jetzt komplette Eskalation gegeben. Ich kann ihn nicht ausrichten. Kann nur hoffen, dass er es macht. Danke, lieber Gott. Danke. Was ist das? Es ist... Okay, die brauche ich. Ich brauche sie, aber es ist nur eine Fee. Ha! Schön. Freunde der Maske, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao.